Einen wunderschönen guten Morgen an Tag 6 und gleich direkt zu Beginn dieser Winterquaterfall. Ist das nicht ein geiles Teil? Hier rauscht das Wasser runter. Das ist mal richtig genial. Abschied nochmal einen wunderschönen Blick über St. Blasien, einem Ort hier ja, mitten im Schwarzwald gelegen, mit diesem doch wirklich beeindruckenden Dom. Also es ist wirklich herrlich hier, macht echt Spaß, auch die Wege, schön mit Wurzeln überzogen und Steinen ein bisschen klettern, so richtig schön abenteuerlich und genau das wollten wir ja. So, da vorne da steht der Kim. Ja, kurz zwei Worte zum Kim und zum Klaus. Ja, der Kim läuft mit seinem Vater, dem Klaus eben, auch den Schluchtensteig. Also echt klasse. Die zwei, das passt irgendwie vom Tempo her und die sind irgendwie cool drauf. Und eine echte Besonderheit, muss ich sagen, das ist also ja, für mich unglaublich, ja. Sein Vater, der 67 Jahre. Und ganz ehrlich, der zieht uns hier alle ab. Das ist der normale Wahnsinn. Ja. Der hat genauso einen Rucksack auf dem Buckel wie der Kim. Auch seine, keine Ahnung, 15 Kilo auf dem Rücken. Also echt ein Heidenrespekt, wie der hier hochzieht. Jo, auf jeden Fall haben wir die beiden jetzt unterwegs kennengelernt. Und es passt irgendwie, ja. Ja, jetzt geht's halt weiter. Hier nochmal einen letzten Blick über St. Blasien. Da unten hört der Ort auf. Und wir laufen jetzt hier als weiter hoch auf den Berg. Kommt da der uns alle abzieht hier. Eiskalt. So, jetzt sind wir auf dem nächsten Gipfel angekommen. Das hier ist der sogenannte Lehenkopf und das ist der Lehenkopfturm. Vermute ich jetzt einfach mal, dass das so heißt. Auf jeden Fall ist es ein Turm. Und ja, hier waren wir schon mal zu einer anderen Jahreszeit. An den Turm erinnere ich mich relativ gut. Aber ich wollte ihn aber trotzdem nochmal zeigen. Und wir gehen auf jeden Fall noch da hinten. An diese geniale Aussicht, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das ist doch mal eine Sache hier. So. Welch ein Schwarzwaldpanorama. Genau so muss das. So ist der Schwarzwald, genau so kennt man ihn. Herrlich. Oh, was für herrliche Wege. Ja, yeah, jetzt geht's hier runter vom Lehenkopf Richtung Todtmoos. Oh, schauen wir mal, ob wir da kurz vorher was finden zum Übernachten oder hinter Todtmoos. Ja, irgendwo da. Schauen wir mal. Also auf dem Schild da oben stand was von 15 Kilometern. Diese Schilder, diese Kilometerangaben hier, das ist auch irgendwie so ein bisschen ein Lottospiel. Da läuft man irgendwie gefühlt auf 3 Kilometern Länge an 3 Schildern vorbei. Da steht überall dasselbe drauf. Also irgendwie nimmt es hier nicht ab. Ist uns aber völlig egal. Es macht total Spaß, auf solchen Wegen zu wandern. Ja, und wieder einmal mitten durch eine Kuhweide. Und wenn ich mir das so anschaue, ich glaube, ich bin hier sogar schon mal lang gelaufen. Damals standen hier sogar noch Kühe auf der Weide. Also 3, 4 Stück oder so, mit denen ich mich auch ganz kurz unterhalten hatte. Es ging auf jeden Fall. Da hinten geht es nämlich zum Alpenpanorama. Da bin ich mal gespannt. Übrigens nicht wundern. Mein Auge sieht ein bisschen demoliert aus. Es tränt seit heute Morgen. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Die Jungs sagen auch, Allergie, kann sein, weiß ich nicht.
Aber so hatte ich es noch nie, vor allem nur das rechte. Das linke, alles in Ordnung. Aber das rechte spackst irgendwie ein bisschen rum. Egal, ist mir echt völlig juck. Ich sehe noch was, das ist das Wichtigste. Ach, guck dir das mal an. Ist das nicht ein Plätzchen? Und genau hinter dem Felsen, Achtung, einmal hoch. Und da hinten, da ist das Panorama. Yeah. Na, das sieht doch mal richtig cool aus. Yeah. Was für eine Aussicht. Und vor allem wirklich elendsweit. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, was man da hinten sieht, aber man kann ja nachschauen. So ist es ja nicht. So, was haben wir denn hier alles da hinten? Ja. Lies selber am besten. Ah doch, ah, der Eiger. Der Eiger, den habe ich schon mal gehört. Jungfrau habe ich auch schon mal gehört. Was gibt's noch? Das war's dann aber auch schon. Mehr habe ich noch nicht gehört hier. Also, Eiger, Jungfrau. Ah ja. Also, irgendwo da hinten suchst du dir aus. Einer von den Gipfeln da hinten. Irgendeiner wird schon passen. Wir wurden erhört. Es ist witzig. Wir sind in diesem Teilabschnitt, also ich und der Thomas, sind den schon mal gelaufen. Und sind unterwegs zu einer Hütte. Und ich habe die Hütte vor mir und denke so, die kenne ich. Da habe ich schon mal übernachtet. Mit einer mega genialen Aussicht. Nur zu einer anderen Jahreszeit. War es um einiges kühler. Ach, ist das geil. Achtung, Moment. Oh, herrlich. Yeah. So muss das sein. Ja, geil. Ja, spitzenmäßig. Die Hütte, die ist unsere. Komm, da ist niemand. Da ist niemand. Da ist niemand. Wirklich saugeil. Entschuldigung. Aber fällt dir irgendwas anderes zu diesem atemberaubenden Ausblick ein? Also mir nicht. Einfach nur geil.